Ja, er ist dem Herz zugeordnet, weil das menschliche Herz ja, wie man sehen kann, nicht sehr beständig ist. Das ist ja das, ja, soll man es nennen, Problem, oder es ist eben das Menschliche. Ja? Also man wäre ja von gerne von Herzen gut, aber das ist nicht so einfach. Ja? Das ist dargestellt eben, der Affenkönig repräsentiert ja diese Wankelmütigkeit, diese Gespaltenheit des Menschen zwischen gutem Willen und vielleicht nicht erreichen dessen, was man wollte. Auch das Spontane, das Plötzliche, Unerwartete, wenn wir an ganz normales menschliches Verhalten denken, wie oft das vorkommt, dann ist der Affe, dem man das alles zuschreibt. Wir wissen nicht, was der Affe von sich selber denkt. Das sind ja alles Zuschreibungen, menschliche Zuschreibungen. Ja? Aber so, wie er sich bewegt, wie er sich verhält, ist er eben etwas menschenähnlich. Und das, wie soll ich sagen, das Repräsentative im Menschen ist eben Herz und Geist. Das zeichnet ihn aus vor allen anderen. Und deshalb diese Zuordnung. Ja. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Es gibt den Vergleich in den alten Schriften, die Gedanken sind das Pferd und das Herz ist der Affe. Das Herz ist ja das Unergründlichste, also man kann nicht wirklich erklären, dass die innerste geistige Haltung des Menschen. Und der Gedanke ist schon etwas Geformtes, das kann ich schon etwas beeinflussen. Und was man im Qigong ja macht mit der Vorstellungskraft, geht man ja in die Übung heran, man hat ja eine Vorstellung von der Bewegung, von dem, was man tut. Ja? Also es ist der Gedanke, der geformte Geist, der will beeinflussen den, der eigentlich nicht so fassbar ist. Und das nennt man mit dem Pferd den Affen zähmen. Also mit Hilfe der schönen Gedanken, der friedlichen Gedanken, der Gedanken an Öffnen, Schließen, an Himmel und Erde, was auch immer einem da hilfreich ist, sozusagen zu einem befriedeten Herzen zu kommen. Affe und Pferd. Kann man in dem schönen Buch Markt des Roten Phönix nachlesen. Genau. Wir sagen ja auch, das kennen bestimmt auch alle, man vergleicht ja auch oft die Gedanken mit einer Horde wilder Affen, ne, die so durch den Kopf zieht. Man versucht sie zu bündeln. Und dazu passt natürlich, dass wir die tiefste innere Ruhe üben, wenn wir das Spiel des Affen üben. Keine Gedanken mehr. Denken hört auf, spüren fängt an. Das heißt, da die Gedanken, die der Verstand bringt, die Zeitschiene rein, der es ist nur der Verstand, der diese Langeweile reinbringt, wenn man sich aus der Gegenwart rauskicken lässt, nicht in der Gegenwart sein möchte, woanders sein möchte, auf dem Sofa sitzen und irgendwas anderes tun möchte, anstatt genau in dem Moment zu sein. Und das Üben an sich, die Praxis bringt dich und mich, sage ich mal, so komplett in die Gegenwart. Und diese totale Gegenwartserfahrung ist eine pure Erleuchtungserfahrung. Das ganze, die ganze Geschichte, das Versprechen der ewigen Jugend aus dem Qigong ist nicht, dass man dieser ewigen Jugend hinterher rennt, am Schluss dann in den Spiegel guckt und wieder ausschaut wie 16. Man fühlt sich wie 16, aber aus einem anderen Aspekt aus, man ist in diese ewige Gegenwart hineingetaucht. Die Zeit bleibt stehen, es gibt kein Gestern, kein Morgen mehr. Und diese Erfahrung ist einfach hammergenial, sage ich mal. Also dieses total in der Gegenwart eingetaucht sein. Dann ist die Gegenwart spannend, die Gegenwart ist interessant, die Gegenwart ist neugierig machen, jede Bewegung ist neu. Der Verstand triggert durch seine Konzeption die Feststofflichkeit. Wir machen uns über unseren Verstand feststofflich. Die Realität sagt Einstein, alles ist Energie. Die Realität sagt, alles fließt. Die Realität sagt, alles ist im Fluss. Bruce Lee sagt, be like water. Was machen wir draus? Wir machen uns zu fest. Bin ich in diesem Fluss drin, ist der Fluss ultra neu, ultra genial, ultra fantastisch und es gibt keinen Moment der Wiederholung. Es gibt keinen Augenblick der Wiederholung. Das kann gar nicht langweilig sein. Aber da kommt man eigentlich nur hin durch jahrelanges Üben oder dadurch, dass man wirklich in diese totale Gegenwart des Augenblicks eintaucht. Und dann ist dieses Rauf und Runter, dass selbst die Körpererfahrung, ich bringe mal ein paar Bilder, die mich faszinieren, ich muss zwei Sätze noch. Am Anfang, der Anfänger spürt seinen feststofflichen Körper nach, weiß manchmal nicht, wo ist es in der kleinen Zehe im Ohrläppchen. Der Profi hat es dann schon gut rausgekriegt. Derjenige, der totale Gegenwart lebt, der erfährt seinen Körper wie mit jedem Atemzug wie eine Seifenblase, die er kreieren darf und wieder fliegen lassen darf und sich schon auf die nächste Seifenblase freut. So entsteht dieses Spiel in diese Präsenz der totalen Gegenwart eintauchen. Ein hammerspannendes, geniales Spiel des Universums. Ich würde mal anfangen. Gerne. Für mich ist von Anfang an mit der allerersten Übung, die ich im Qigong gemacht habe, einfach eine Freude entstanden
Und das ist seit 23 Jahren nicht abgeebbt. Es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Selbst wenn ich die Übungen immer neu wiederhole, ist es niemals das Gleiche wie vorher. Und das erfüllt mich mit Freude und das ist die Motivation, immer weiterzumachen. Mir fielen spontan zwei Worte ein: Ruhe und Kraft. Und ergänzen würde ich dann noch, sich spüren, aber ohne dass ich nachdenken muss, wo was ist oder so. Ich bin einfach hier und jetzt. Ich fühle mich kräftig, ich fühle mich entspannt, ich habe Spaß. Spaß am Leben, auch an der Arbeit. Und das finde ich ganz toll. Ich bin überrascht, dass es mir nicht langweilig wird. Ich bin immer wieder überrascht. Das ist es. Ja, ich liebe Qigong. Also ich bin einfach immer wieder überrascht, dass es nicht langweilig Geben. Zu groß die Frage. wird. Alles schon gesagt worden. Aber so dieser Zeitaspekt, kann man ja vielleicht, wenn man schon in Frankfurt wohnt, den Goethe zitieren: Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit und jeder Schritt ist Unermesslichkeit. Wie du sagst, wenn man nicht zählt und rechnet, dann gibt es nicht die Zeit oder zu kurze Lebenszeit oder so etwas. Es gäbe noch ein schönes Gedicht von einem Mathematiker aus der Sung-Zeit, falls ihr das hören wollt, über die Unsterblichkeit. Ja, weil was auch Helmut sagt, so das ist ja ein geistiger Zustand, den du da so beschrieben hast, diesen wunderbaren Zustand der Gegenwart. Und in China heißt es eben immer die Suche nach der Unsterblichkeit. Ja? Also das sei so das Größte und Höchste. Und da schreibt so ein Mathematiker aus der Sung-Zeit: Die große Frage weit und breit, wo finde ich das Land der Unsterblichkeit? Die Antwort nicht schwer, ich kann sie dir künden, du kannst dieses Land nur im Herzen finden. Es macht keine Mühe, ist nicht lästiges Tun, sei dir nur sicher, in dir musst du ruhen. Dass alles um dich grandios ist, kann die Ruhe dir zeigen. Und dass die Zeit sich verlängert, ist der Muße zu eigen. Und der innere Frieden, das Beste auf Erden. So wirst du irdisch unsterblich werden. Aber das ganz Gleiche, was Goethe sagt: Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit und jeder Schritt ist Unermesslichkeit.